Na, hallo zusammen, hier ist wieder Klar und heute bin ich wieder für euch in Legion unterwegs. Und zwar wollte ich euch hier wieder so ein kleines Pet Battle Achievement Video präsentieren. Und zwar geht es heute um das Achievement Die wildesten Wildtiere. Und für dieses will ich heute die Tiffany Nelson besiegen. Und zwar mit folgender Kombi: einmal den Teufelswelpen, dann das Katzenfamiliar und das Gipfelzicklein. Und was haben wir hier für Fähigkeiten? Und zwar einmal die erste und nochmal die erste. Hier die erste und zweite. Hier die zweite, die erste und nochmal die zweite Fähigkeit. Und ich würde sagen, wir starten hier gleich mal durch. Und zwar tun wir als erstes hier das Ducken aktivieren, um die Hälfte an Schaden zu fressen für die nächsten drei Runden. Dann aktivieren wir das Heulen. Und dann den Biss hier an der Stelle. Und jetzt einfach so lange den Biss weiter, bis das erste Pet von ihm stirbt. Nochmal den Biss aktivieren. So. Dann aktivieren wir einmal das Heulen hier. Und switchen unser Haustier. Und zwar zum Katzenfamiliar. Und hauen hier diesen Onyx-Biss drauf. Und danach gleich nochmal. Also wir haben jetzt hier den Debuff noch drauf gehabt, dass er 100% mehr Schaden frisst. Deswegen war der jetzt relativ stark. Onyx-Biss und dann noch einmal den Onyx-Biss. Dann stirbt das zweite Pet und jetzt switchen wir zu unserem Gipfelzicklein. Aktivieren gleich zu Beginn das Kauen. Das ist übrigens die Heilung, also sprich, weil ein Hit kriegen wir ab durch das Switchen. Aktivieren das Kauen hier. Das geht jetzt ein paar Runden. Nach dem Kauen machen wir die Stampede an. So, da geht nochmal einmal die Stampede durch. Jetzt müssen wir gucken, ob er uns killt. Ja, jetzt haben wir den Debuff drauf und der hat fast kein Life mehr. Wir bringen jetzt hier unseren Teufelswelpen rein. Na, mit dem haben wir es auch nicht gepackt. Jetzt haben wir noch den Ding, schauen wir mal, ob das schneller ist. Es kommt jetzt immer drauf an, was ihr für eine Geschwindigkeit habt. So. Jetzt haben wir es, er hat nochmal seinen Buff gewirkt. Das war relativ knapp noch zum Ende. Aber wir haben es geschafft, wir haben ihn besiegt. Es kommt immer ein bisschen drauf an, normalerweise tötet ihr mit dem Gipfelzicklein schon das erste Pech. Hier hatte ich jetzt Pech gehabt, dass ich ein bisschen weniger Schaden gemacht hat, als in der Runde vorher, wo ich es getestet hatte. Wichtig ist halt, dass ihr dann die anderen beiden Pets mal reinholen könnt. Irgendwann setzt er hier seine Fähigkeit an, dass er beim nächsten Mal mehr Schaden macht. Und dann könnt ihr ihn noch natzen am Ende, wenn es so gelaufen ist, wie bei mir jetzt hier. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, beziehungsweise wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und ja, sonst habe ich nicht mehr viel weiteres zu sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, euer Tila, bis zum nächsten Mal, ciao.